Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Wir stocken den Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Allen unterwegs, gute Fahrt. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznode liegen Sie immer richtig. www.biznode.ch. Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Terror von rechts nach dem Anschlag von Christchurch. Dann die Boeing 737 MAX 8, die abgestürzt ist, die zweite innerhalb von kurzer Zeit. Dann über die Brexit, die nächste Woche hätte sollen oder sollte stattfinden. Und die Bestechung, um an US-Colleges zu kommen. Also, der Anschlag in Christchurch, 50 Tote, sehr viele Verletzte. Und eigentlich das Schlimmste am Ganzen ist vielleicht, wenn man das noch toppen kann, dass das Ganze live übertragen worden ist vom Täter, wo hat wählen, dass die ganze Welt das mitbekommt. Dann hat natürlich die Social Networks haben sehr langsam reagiert, um das oben runterzuholen. Facebook sagt, sie haben 30'000 Leute, die das kontrolliert, aber völlig außer jeder Kontrolle. Und jeder von diesen Anschlägen, der bringt natürlich den Nächsten, weil es nachher mit Täter gibt. Hat irgendwie wirklich keine Kontrolle mehr, das ganze Internet? Ja, es sieht so aus. Also, wir kennen das ja auch von den Mass-Shootings, wir kennen das aber auch von den islamistischen Anschlägen. Es ist unglaublich einfach für Verbrecher, ihre Taten jetzt zu verbreiten und eigentlich Werbung für das zu machen. Ja, einmal hat man sogar das Gefühl, also bei dem Typ von Christchurch hat man das Gefühl, das ist ganz ein wichtiges Motiv gewesen, dass er sich nachher so darstellen kann als politischer Täter und, aber ich weiss nicht, wie es das ändern wollen, weil das ist wahnsinnig schwierig. Du musst praktisch die Firmen fast verstaatlichen. Also ich weiss wirklich nicht, wie das geht. Also gut, die verstaatlichen, der Markus schreit nach verstaatlichen. Ja, ja, nach du, nach ist dem im Fall eine harte Diskussion in Amerika. So ineffizient. Also gut. Nein, ich sage ja nicht, dass ich das gut finde, aber ja, ich sage einfach, in Amerika, das weißt du auch, ist ja jetzt, eigentlich die Diskussion hat ja jetzt angefangen, dass man Google und Facebook aufbrechen will. Aber nicht nur wegen dem. Jetzt ist das, ja natürlich, aber es ist eine Minderheitsposition. Aber du merkst schon, es hat, sagen wir es, Unbehagen über Facebook und Google ist riesengroß. Gut, und aber wegen dem Fall Christchurch, natürlich. Ja, Christchurch ist natürlich auch wieder ein Argument, wo die Leute sagen, hey, das geht einfach nicht. Das geht auch nicht, dass jeder Vollidiot und jeder Verbrecher seine Daten so verbreiten kann. Gut, und dann natürlich die Reaktion von Donald Trump, wo man gefragt hat, ob er nicht ein Problem beim rechten Terrorismus sieht. Er hat gesagt, nein, das sind ein paar Einzeltäter, das ist nicht so schlimm. Und er hat dann gleich gerade weiter gewütet und hat gesagt, die Invasoren aus dem Süden, die kommen, Mörder etc. Er hat ja einen Bann gegen Muslime in Amerika durchbringen etc. Aber irgendein Wort gegen Islamophobie, wo eben auch etwas ist. Neben dem, dass die Islamisten zum Teil die Gewalt machen und zum Teil ausgelöst haben, hat man nicht können von ihm hören. Wieso kann er das nicht sagen, Markus? Ich finde das schrecklich. Ja gut, ich bin nicht der Psychiater von Donald Trump. Also aber ein enger Freund, ein Hausenfreund. Leider nicht mithelfen, nein, ich weiss es nicht. Aber es ist natürlich logisch, dass jetzt immer vom Trump wird jetzt genau das erwartet, was du jetzt gesagt hast. Das ist das Minimum. Das ich halte nicht viel von diesen Distanzierungen. Das ist nicht nötig. Es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt Verbrechen, es gibt Kriminalität, es gibt politische Gewalt. Auf beiden Seiten, das ist immer zu verurteilen, das ist daneben. Und alles andere, ob man jetzt Islamisten darf kritisieren oder nicht, oder ob man darf über Immigration kritisch nachdenken, das hat mit dem alles nichts zu tun. Genauso das Gleiche mache ich ja auch nicht, wenn der Bernie Sanders irgendetwas sagt gegen die Reichen oder gegen die Republikaner und nachher irgendein Vollidiot anfängt, die Republikaner anzuschiessen. Hat auch niemand Bernie Sanders muss sich jetzt da distanzieren. Aber er ist nicht Präsident von Amerika. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das spielt ja keine Rolle. Er ist ein wichtiger Politiker. Nein, das ist jetzt wieder überhaupt kein Argument. Es ist ein sehr wichtiger Politiker. Und einfach grundsätzlich, was entscheidend ist, es gibt das eine, das ist Politik. Da darf man streiten mit Argumenten. Da darf man unterschiedlicher Meinung sein. Und es gibt politische Gewalt, es gibt Krieg, es gibt Verbrecher. Und das ist etwas ganz anderes. Gut, aber wer das Klima schafft, das Klima von Hass,
Ein Klima, das die Gesellschaft auseinanderreißt. Ein Klima, wo man sagt, Einwanderer sind eben potenziell alles Verbrecher etc. Dann gibt es all solche, die durchtrüllen. Und der übrigens von Christchurch hat ja der Donald Trump einmal in seinem 74-seitigen Pamphlet hat ihn zitiert. Und irgendwie hat er seinen, was soll ich sagen, Sicherheitsberater, nein, seinen persönlichen Berater, der Mike Mulvaney, hat gesagt am Wochenende, er ist dann kein Rassist und kein White Supremacist. Einfach nur schon, dass er muss das überhaupt sagen, heisst, er ist im Verdacht, dass er eben mit zwei Ellen misst. Einerseits Immigration von Mittelamerika, andererseits Islamisten und andererseits eben der Terror von rechts, der in Amerika gerade in der letzten Zeit unglaublich viele Opfer schon gefordert hat. Ja, aber schau, das ist genau das Gleiche. Wenn nach jedem islamistischen Anschlag würdest du sagen, ja, die Linken, die für Verständnis für den Islam werben, die sind auch schuld für das. Das ist jenseits von Gut und Böse. Es gibt Worte und es gibt Taten. Nein, und das nein. ist ein fundamentaler nein, nein. Unterschied. Nein, nein. Roger, das ist ein fundamentaler Unterschied und ist ganz wichtig für die Tradition, für die Rechtstradition vom Westen. Wir können nicht politisch miteinander streiten, wenn Worte gleich viel wiegen wie Taten. Das ist nicht das Gleiche. Das ist ein totaler Unterschied. Und das ist für mich politisch in jeder Frage immer das Entscheidende, durch die Bewegung Gewalt akzeptieren oder sogar fördern oder sogar behaupten, das ist richtig oder nicht. Das ist die wichtige graue, genau. die wichtige rote Eben. Linie. Das ist die rote Linie. Das macht aber der Trump nicht. Der Trump hat noch nie gesagt, ja, gehen die Immigranten abschiessen. Das hat er noch nie gesagt er und das hat, ist auch nicht so. Und dann könntest du ihn sogar verklagen. Gut, also nach Charlottesville, wo Neonazi aufmarschiert sind und geschrien haben, Jews won't replace us etc. Und einer hat von dieser Gruppe hat eine Frau abgefahren, also bewusst ist reingefahren, hat sie getötet etc. hat er gesagt, there are fine people on both sides. Also hat beide Seiten gleichgestellt. Genau das ist natürlich eine Mentalität, wo die bestärkt sich fühlen. Mal, das ist genau. Man muss das verurteilen. Neonazis muss man verurteilen. Ja. Islamisten, die Terror machen, muss man verurteilen. Wenn ich sage, der Bernie Sanders ist ein schlechter Politiker und nachher irgendeiner, ein Vollidiot, nachher findet, der müsste Bernie Sanders runterhauen, bin ich schuld. Geht's noch? Das ist ein riesen Unterschied, was man sagt und was man macht. Noch einmal. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Also gut. Jedes Mal verteidigen, wenn es um Islamisten geht. Und deshalb sind Islamisten ja. auch so hure schwierig. Weil es gibt Meinungsfreiheit, die gilt auch durchaus für Islamisten. Und es gibt aber Gewalttäter, die das nachher als Vorwand nehmen, dass sie ihre kriminellen Nicht Fantasien ausleben. Nicht als Vorwand, ausleben. Sie fühlen sich bestärkt. Also bin ich fundamental anderer Meinung. Ja, und schwer, alle, da wissen wir, ja, da haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Nein, aber schau mal, es hat ganz viele Anschläge gegeben. Du hast vorher gesagt, das Klima von so und so weiter. Die Islamisten haben angefangen mit Anschlägen, wo das Klima gar noch nicht da war. Ja. Das ist der Punkt. Es ist nicht Worte, die entscheidend sind, sondern es ist entscheidend, was die Leute machen. Und es gibt ganz viele Sachen, Daten, die völlig aus blauem Himmel raus plötzlich gemacht werden, wo wir nicht gewusst haben, warum. Und das Klima ist erst nachher entstanden. Markus, jetzt hast du dreimal das Gleiche gesagt, musst du es jetzt nicht noch das vierte Mal sagen. Ja, du auch. Die Tatsache du ist, auch. Dass die, wenn du das Manifest liest, von dem Breivik in Norwegen, wo dort etwa 70 Kinder oder Jugendliche abgeschossen hat, oder von dem, die fühlen sich bestärkt, die beziehen sich auf Wort von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben und tun das als Beweis bringen für ihre Aktionen. Das ist ja dokumentiert. Aber komm, okay, das heisst doch noch nicht, aber Roger, das heisst doch noch nicht, dass das Motiv ist. Das Jawohl. Ist das, was sie sagen. Ja. Mal, schau, das würde ich als Mörder, würde ich auch sagen, ja, ich bin halt ein Politiker. Das ist natürlich schön. Bist dann nachher ein Held. Du kriegst denen auf den Leim. Du ja. nimmst die ernst. Du hast das Gefühl, das sind nicht einfach normale Rächer, die irgendwelche Taten machen, die jenseits von Gut und Böse sind, sondern du nimmst ihre Rechtfertigung noch, nimmst du noch ernst. Und das was ist genau, was sie wenn, wollen. Wenn, genau, wenn einer geht 50 Leute abschiessen, das als Party anschauen, das ins Internet stellt, dann ist er nicht ein normaler Verbrecher. So etwas hat man noch nie gehabt. Einer, der weiss, er wird geschnappt etc. Verbrecher werden normalerweise wegkommen. Aber komm, lassen wir doch das. Da sind wir jetzt wirklich völlig anderer Meinung. Reden wir über die Boeing 737, die zweite, die runtergefallen ist.
ist letzte Woche in Äthiopien, nachdem ein ähnlicher Vorfall, wie man jetzt weiss, nachdem man da die Blackbox in Frankreich hat können anschauen konnte, ist schon passiert im Oktober in Indonesien von Lion Air. Und jetzt kommen die Versäumnisse raus. Und etwas, was Amerika wirklich Weltklasse war, immer die Beste, ist die Flugsicherheit FAA, Federation Aviation Association, ist Nummer 1 weltweit gewesen. Und die haben da offenbar geschlampt. Und jetzt bricht noch etwas ein, weil man weiss, zwischen der Boeing und der FAA hat man gekungelt. Es ist ganz klar, dass man dort offenbar aus wirtschaftlichen Gründen hat man dort nicht die richtigen Kontrollen gemacht. Und nachdem man gemerkt hat, dass etwas nicht in Ordnung ist, nach dem Absturz da in Indonesien, hat man es jetzt verschlampt. Und die Software ist bis jetzt nicht updated worden und die Leute in diesen Flugzeugen sind nicht ausgebildet worden. Ganz eine schlimme Sache, wo Amerika an einem sehr wichtigen Ort trifft, weil eben die Flugzeugindustrie ist eine der wichtigsten traditionellen Industrien, die Amerika hat, die noch nicht übernommen worden ist von den Chinesen. Und das könnte jetzt langsam passieren. Nachher sind wir sicher mit der chinesischen Luftfahrtbehörde, die noch mühsamer ist. Sind die Ersten, die das machen? Ist ja noch alles offen, gell? Also zuerst nein, ist nicht alles offen. Beweis gesehen. Nein, mal, also hey, jetzt haben sie angefangen zu untersuchen. Du bist immer ein bisschen schnell. Nein. Ja, also eben, das ist ja noch nicht klar. Jetzt fangen wir an zu untersuchen. Sie haben übrigens schon angefangen zu untersuchen nach dem Absturz von dieser Maschine in Indonesien. Also sie haben schon einen gewissen Verdacht anscheinend gehabt. Jetzt muss man mal was rauskommt. Bis jetzt wissen wir aber noch nichts genau, es ist noch nichts bestätigt. Es gibt jetzt einfach, es hat ja auch einen Artikel gegeben, der Seattle Times, dass irgendwo Mitarbeiter von der Boeing da komische Sachen gemacht haben. Kann alles sein und dann wird das auffliegen, dann wird es auch Konsequenzen haben für Boeing, wäre nicht gut für Boeing. Ist denkbar, aber zurzeit wissen wir es wirklich noch nicht. Ich finde, du bist ein bisschen früh mit deiner Vorgabe. Also es kommen immer mehr Sachen raus. Man hat gemerkt, die Software ist nicht klar. Es ist auch nicht kommuniziert worden, der Piloten damals. Und man hat gesagt, man bringt eine neue Software. Die ist aber noch nicht gekommen. Ist übrigens noch verzögert worden durch den Shutdown in Amerika, wo der Donald Trump da veranlasst hat, 5 Wochen lang. Die kommt jetzt erst im April. Demokraten haben den veranlasst. Ja, ist gut. Trump ist so da. So dumm gewesen und hat noch gesagt, das sei gern, aber eben. Sie haben ihn veranlasst. Demokraten haben ihn veranlasst. So ein Unsinn, sogar der Trump, du kannst ja auf Tape kann man das schon mal abspielen. Du hast den gleichen Unsinn gesagt, schau, es braucht immer zwei zum Streiten. Nein, aber er hat einfach gesagt, I own it, oder? Und er wäre nie ein Demokrat. Das hat er gesagt, weil er ein Idiot ist. Ja, aber es ist klar gewesen, und dass der Konflikt für beide Seiten kommt. Du schützt jetzt einen Idiot, indem du irgendwelche Fehlinformationen hast. Du musst einfach jedes Mal, alles was auf der Welt passiert ist, am Schluss der Trump schuld. Und das ist einfach eine Verschwörungstheorie, wo ich immer wieder erstaunt feststelle, dass du als Experte für Verschwörungstheorien so etwas sagst. Gut, also die Tatsache ist, die FAA ist 5 Wochen lang geschlossen gewesen. Es ist verzögert worden. Man hat die neue Software nicht gebracht. Und jetzt ist halt der zweite Flüger runtergefallen und da hat es sehr viele Tote gegeben. Und jetzt will man ja die neue Software bringen. Und die Frage ist jetzt einfach, warum ist das passiert? Und es gibt verschiedene Hinweise darauf, weil die europäische Konkurrenz, Airbus mit dem A320neo, ist schneller gewesen. Sie haben gesagt, wir müssen schneller zertifiziert werden, sonst haben wir nicht so viele Chancen auf dem Markt. Der neue Chef dort von Boeing hat gesagt, Kosten müssen runter und so weiter und so fort. Und da hat man also offenbar, ich sage jetzt offenbar, auf Kosten von der Sicherheit hat man jetzt irgendwie da Massnahmen ergriffen. Aber der Schaden, der kann ganz gross sein, nicht nur für Boeing, eben, sondern für die amerikanische Luftfahrtbehörde, wo wirklich der Goldstandard war, bis jetzt weltweit. Und jetzt sind es die Letzten gewesen, die gegroundet haben. Und da sieht man doch, wie eine amerikanische Institution nach der anderen irgendwie einfach den Prestige verliert und die Nation auf die Art und Weise auf eine schiefe Ebene kommt. Wegen Donald Trump. Ja, also offenbar sind das seine... Nein, lach nicht. Das sind seine... Moment. Die Beziehungen zwischen der FAA und der Boeing sind seit 40 Jahren sehr, sehr eng. Und da könnte das, was du vorher als Szenario geschildert hast, könnte jederzeit passiert sein. Ich glaube es noch nicht. Weil es ist so eine Geschichte, wo man viel zu gern würde denken. Das ist genau das Gleiche. In der Schweiz hat man den Batzel nachher auch alles vorgeworfen. Jede Kungelei und so weiter. Da warten wir jetzt das erste Mal ab, was rauskommt. Wenn es so wäre, wie du sagst, wäre es eine Katastrophe für die Amerikaner, das ist völlig klar. Also. Aber dann wird das auch gelöst, dann geht halt der CEO weg und die FAA wird neu aufgestellt.
Also hey, so etwas hat Amerika schon ein paar Mal erlebt und wird es auch überleben, aber ob du das findest oder nicht. Nur weil du einfach immer das so gern hörst. Also erstens, jetzt wirst du es gerade hören. Eben, Donald Trump hat mal eine Airline gehabt, der Boeing 727. Die Airline ist pleite gegangen. Das ist die erste Beziehung zwischen ihm und Boeing. Zweitens, Boeing hat 1 Million für seine Einführung, die Amtseinführung, Inauguration zahlt. Und drittens, der ehemalige Boeing-Chef Shannon ist jetzt, soll sie neuer Verteidigungsminister werden. Hallo? Siehst du das nicht? Mal, aber wahrscheinlich. Ja, siehst du es nicht? Willst du es nicht sehen? Wenn irgendein Fußgänger überfahren wird in Boston, dann ist der Donald Trump schuld. Nein, Donald Trump, für ihn ist Boeing ganz, ganz wichtig. Es ist eine von der grössten Industrien. Ist das wichtig? Eben. Ja, ist und jetzt haben sie offenbar... Jetzt haben sie gekungelt. Und jetzt ist die Frage natürlich, das müssen wir mal grundsätzlich lösen oder angehen. Ist jetzt die ganze Technisierung von diesen Flugzeugen zu weit gegangen? Weil man hat ja gesehen, also die Unfallquote ist massiv abgegangen wegen technischen Fortschritt. Auf ein Zehntel aber im Vergleich zu 1960, wenn man die Anzahl von Flugbewegungen anschaut. Also alles gut. Aber jetzt hat man das Gefühl, es könnte eventuell kippen, wenn Menschen nicht mehr eingreifen können oder nicht wissen, wie sie eingreifen müssen, weil sie nicht richtig geschult worden sind. Da hat es ja keine Schulung gegeben am Simulator. Man hat ihnen so eine iPad-Version gegeben, um ihnen zu sagen, wie sie sich verhalten müssen. Und offenbar hat das nicht so richtig funktioniert, dass man da jetzt merkt. Und darum sind wir so schockiert, weil früher sind wir alle irgendwie prägt von diesen Flugzeugabstürzen und man hat immer die Flugzeugwracks gesehen und so. In den letzten Jahren ist das fast nicht mehr passiert. Und jetzt plötzlich kommt das wieder an einem Punkt, wo man das Gefühl hat, es ist alles viel besser als früher. Und jetzt merkt man, es könnte eventuell auch in die andere Richtung gehen. Ja, das stimmt. Das ist ja immer so, wenn Technik sich irgendwo verselbstständigt und du das Gefühl hast, gewisse Ingenieure haben irgendwo einfach als Selbstzweck irgendwelche Innovationen neu eingebaut. Das kann durchaus sein, aber ich glaube, die Statistik ist nicht so, wie du sagst. Also ich glaube nicht, dass Flugunfälle umgenommen haben. Massiv. In den letzten paar Jahren. Abgenommen. Es hat keine Trendumkehr gegeben bis jetzt. Nein. Oder? Also da, was du sagst, bis jetzt ist noch gesagt. Nicht sichtbar, oder? Nein. Ist noch nicht sichtbar. Nein. In der Statistik. Der menschliche Faktor ist, in 70-80% ist der Mensch das schwächste Glied. Man hat immer gesagt, Technik ist besser. Jetzt könnte vielleicht der Trend umkehren. Also, das ist das zweite Lieblingsthema, über das reden wir jetzt dann gerade, über Brexit. Beschleunigen Sie Ihr internationales Verkaufsteam. Geben Sie Gas mit der Sales Intelligence Plattform D&B Hoovers. Jetzt neu in der Schweiz. Gratis testen unter www.biznode.ch. Also, Markus, in 11 Tagen sollte der Brexit stattfinden. Es sieht so aus, als wenn es verschoben würde. Nur ganz kurz, wir müssen nicht in alle Details reden. Aber du findest es immer noch super, oder? Gell? Der Brexit finde ich sehr gut. Ich finde, was jetzt läuft, finde ich nicht gut. Aber der Brexit selber finde ich... Eben, aber was jetzt läuft, das ist der Brexit. Das ist das Ergebnis von einer sehr schlechten Premierministerin, die ich am Anfang sehr gelobt habe und gemeint habe, die sei gut, aber das ist sie nicht. Sie ist ziemlich unfähig. Aber es ist auch das Ergebnis von einer EU, die ums Verrecken will, das Brexit-Votum umkehren, indem sie jetzt einfach unglaublich stur und nichts nachgeben will. Und die Engländer sind naiv, sie merken das nicht. Und zweitens hast du in England, gleich wie in der Schweiz, ein Establishment, das sehr gerne in der EU bleiben und unbedingt in der EU bleiben. Ich weiss nicht, was los ist mit den intelligenten Menschen vom Westen. Die wollen alle in die EU und finden das irrsinnig gut. Aber es gibt opfern Demokratie. Es ist eine Scheisse gleich, was wir abgestimmt haben, was wir wählen. Das ist eine gleich. Sie finden es viel angenehm. Sie können entscheiden, was sie wollen und die Leute keine Rolle spielen. Es hat in England noch nie eine Abstimmung gegeben, um ein klares Ergebnis, wo so viele Leute aus England sich, dass wir kennen das in der Schweiz gut, aber in England hat es das noch nie gegeben, dass so viele Leute gesagt haben, wir wollen das und jetzt hast du ein Parlament, das das nicht will. Du hast eine Regierung. Es ist unglaublich. Du hast Minister in dieser Regierung, die sich nicht einmal an die Weisung vom Premierminister halten und anders stimmen. Anders stimmen als der Premierminister. Gut. Und du hast einen Premierminister, der sich das gefallen lässt. Ich kann dir sagen, Theresa May ist eine der schwächsten Politikerinnen, die wahrscheinlich England seit 1066 gehabt hat. Okay, also. Und es gibt intelligente Menschen, die zum Teil in Boston sind, ein paar von denen, die immer noch das Gefühl haben, die EU sagt des Teufels und die haben das noch nicht gecheckt.
Ja, ist gut. Also gut. Aber Theresa May ist natürlich katastrophal. Nur schlimmer könnte es werden, wenn sie jetzt gestürzt würde oder zurücktreten würde. Und der Boris Johnson würde kommen, der ehemalige Außenminister, unguided missile, völlig unberechenbar. Oder dann der Jeremy Corbyn von Labour, Marxist, Antisemit etc. Die ganze Elite in England, das ganze Land ist am Boden und hat sich jetzt zerfleischt und das Schlimmste kommt erst noch. Und du sagst immer, ja, Brexit ist gut, nur wie es passiert ist schlecht. Aber da siehst du, wie gefährlich die EU ist. Das nein, wie gefährlich. Die EU schafft es, dass jedes Mitgliedland die eigene Demokratie zur Disposition stellt. Komm jetzt. Übrigens, was in der Schweiz auch passiert. Nein, ja, in der Schweiz ja. Was du verzapft hast vorher, Entschuldigung. Wir haben abgestimmt über die Masseneinwanderungsinitiative, wird nicht umgesetzt. Ja, aber du das hat die EU nichts zu tun. Wo eine Regierung weg ist, ja. Mal, die EU hat eigentlich die Regierung mit Berlusconi gestürzt. Du hast Griechenland, ein Premierminister, der etwas machen will, nachher tut die EU intervenieren. Die EU ist die grösste Gefahr für die Demokratie in Europa. Markus, seit ziemlich langer Zeit. Das ist deine Litanei, du wiederholst sie immer wieder. Wir kennen sie mittlerweile. Ja, aber wir müssen noch sagen, was du gesagt hast. Die EU hat in England noch nie so eine grosse und klare Abstimmung gegeben. Nein, das stimmt nicht. Es hat überhaupt noch keine solche Abstimmung gegeben. Das ist ein völliger Ausnahmefall. Man hat darüber abgestimmt. Die EU will. Ja, aber das ist ein Referendum für den EU-Beitritt. Ja, aber wann ist das? 1973. Also, da würdest du jetzt auch nicht mehr ernst nehmen. Nein, auch nicht mehr ernst nehmen. Der eine 1973, der andere 2016, give me a break. Also, es ist ein totales Desaster. Ja, und du wirst das noch sagen, an dem Moment, wo England total am Boden ist, wirst du immer noch sagen, EU ist gut, nur irgendwie die EU ist, der Brexit ist gut, aber nur die EU ist böse. Komm, give me a break. Also wirklich. Roger, du verstehst mich vollkommen falsch, oder willst du mich natürlich falsch verstehen? Nein. Wenn die Leute sagen, abstimmen würden und sagen, wir finden die EU gut, wir wollen unbedingt in der EU sein. Wenn es je so eine Abstimmung gegeben hätte in Deutschland, würde ich nichts sagen. Deutschland hat über alle wichtigen Fragen, was EU betrifft, noch abgestimmt. Sie haben D-Mark müssen aufgeben, sie haben müssen Maastricht übernehmen, sie haben alles müssen übernehmen, ohne jede Abstimmung. Und merkst du nicht, was du hier verteidigst? Das ist eine Art von freundlicher Diktatur. Und das geht nicht. Ist ein Unsinn. Deshalb hast du ja den Widerstand überall. Sonst könntest du es ja gar nicht erklären. Italien ist ein Land, wo das politische System zur Sau ist, unter anderem auch wegen der EU. Das ist auch die EU. Ja, natürlich ist die EU ein also, ganz Markus, darf ich einmal wieder zwischendrin etwas sagen? Ich weiss, du hast jetzt wahrscheinlich wenig Auftrittsmöglichkeiten in Boston, musst jetzt da ein bisschen kompensieren und so. Nein, ich muss immer Englisch reden, das ist viel härter. Tatsache ist, in Deutschland alle Meinungsumfragen zeigen, eine ganz grosse, klare Mehrheit ist für EU und für Deutschland in der EU. Dann stimmen wir ab. Nein, nicht nur Meinungsumfragen. Abstimmen, bist du für eine Abstimmung? Offenbar haben die eine andere Demokratie als wir. Und die haben eine andere. Keine. Also die Schweizer Demokratie hat Vor- und Nachteile. Ist also nicht nur das Mass aller Dinge. Aber reden wir das über das ein anderes Mal. Du hast ein Thema aufgenommen, nämlich dass ein grosser Betrugsfall aufgeflogen ist in Amerika, dass man hat können Top-Universitäten hineingehen konnte, wenn man gewisse Leute geschmiert hat. Und das ist eine riesige Geschichte in Amerika. Und alle sind skandalisiert. Ich bin nicht skandalisiert, weil mit Geld ist man immer in amerikanische Universitäten hineingekommen. Mit richtiger Herkunft ist man immer hineingekommen. Schau mal den Donald Trump an. Der hat ja alles versucht, dass seine Schulnoten oder Universitätsnoten nicht rauskommen. Schau Jared Kushner an. Das ist das System in Amerika. Leute mit Privilegien kommen in die Top-Universitäten rein. Sehr oft geht das Geld einfach an die Uni. 2 Millionen hat der Vater Kushner gezahlt. Und jetzt ist es halt gegangen an irgendwelche Chelsea Gangster. Chelsea Clinton ist auch überall aufgenommen worden. Alle von diesen Familien. Und die Bush-Familie, eben, alle. Auch die Demokraten. Eben. Ja, rede ein bisschen von den Demokraten, bitte. Kennedys sind abonniert auf Harvard. Wenn du den Namen Kennedy hast, musst du gar nichts machen. Du bist so aber die sind brillant gewesen und die kommen dann noch von Massachusetts. Aber nein, die sind nicht brillant gewesen in dem Sinne. Nein, Ted Kennedy ist sicher nicht brillant gewesen. Aber das Grundsätzliche ist doch, dass wenn du Privilegien hast in Amerika, dann hast du einfach viel mehr Chancen. Und das ist jetzt einfach ein extremer Fall, über den man sich eigentlich nicht weiter müsste aufregen. Weil es passiert ja auch bei uns. Hast du nicht mitbekommen, den Fall von den GC Junioren, die Trainer Geld genommen haben, um gewisse Schüler oder eben Fußball-Junioren aufzunehmen. Wenn sie Geld bekommen, haben sie können dort bei GZ shooten. Wenn nicht. Korruption ist überall der Fall. Und das muss man irgendwie denunzieren. Nicht jetzt einfach der Einzelfall.
Ja gut, das ist natürlich auch ein extremerer Fall, weil dass die Leute zahlen, damit sie reinkommen, zeigt ja schon, dass es so einfach auch wieder nicht war, wie du sagst. Die Leute haben alle wollen Garantien haben, die haben auch beste Beziehungen gehabt, die haben beste Verbindungen gehabt, die hätten auch durchaus das Gleiche können machen und sagen, ich tue ein Institut sponsern und dann offenbar haben sie einen besseren Weg gefunden. Das haben sie aber gleich nicht machen, weil das ist noch zu wenig sicher gewesen. Also, dass man natürlich Prüfungen in dem Stil fälschen oder dass man Leute so massiv schmieren, wie zum Beispiel der Trainer, der Fußballtrainer von Yale, der hat 440'000 Dollar bekommen, damit, dass er dafür damit er einen reingelassen hat. Das zeigt, dass es so einfach jetzt auch wieder nicht war. Ich habe gesagt, es ist einfach, so viel Geld ausgeben. Und das Zweite ist, was auch musst sehen, es ist das Problem von der Legacy, oder? Dass du eben, wenn du deine Familie zum Beispiel seit Generationen in Harvard warst, dann hast du gewisse Punkte bekommen, die dir geholfen haben. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich Affirmative an allen diesen Universitäten viel wichtiger ist. Du musst erklären, also, was ist Affirmative Action? Viermal mehr Chancen, ich kann es gerade sagen, als Schwarzer hast du viermal mehr Chancen, in Harvard aufgenommen zu werden, als jetzt sagen wir ein Weißer, wenn du dich bewirbst. Du musst weniger Punkte liefern, während als Asiat wird gegen dich diskriminiert, wird geschaut, dass die Quote nicht genug hoch ist. Also übrigens früher, bis in die 60er Jahre, hat man das gemacht gegen die Juden, damit nicht viele Juden in Harvard sind. Also das ist ein System, das jenseits von Gut und Böse ist, noch immer schon war. Aber trotzdem, das Ausmaß, das jetzt rausgekommen ist, und deshalb tut es auch alle so beschäftigen, ist natürlich schon einzigartig. Aber es tut auch alle beschäftigen, weil das stimmt, was du sagst. Natürlich, dass man immer gewusst hat, ja, es ist teilweise auch noch relativ schwierig herauszufinden, wie eigentlich Leute da aufgenommen werden oder nicht. Genau, und wie bist eigentlich du nach Harvard gekommen jetzt? Ja, siehst du, auch natürlich mit einem grossen Spend für Harvard. Millionen habe ich da für ein Anti-EU-Institut gegründet. Das gibt es nämlich noch nicht. Der Markus Sommer ist so offen in eigenen Sachen wie in allen anderen Fragen, wie wir jetzt hier merken. Genau. Also, es ist am Ende von dieser Sendung übrigens, bist du ja Winsk, heute Abend reden wir über Flugzeuge, Flugsicherheit, Boeing und FAA mit zwei Experten bei mir im Studio. Der Thomas Hurter, Berufspilot und SVP-Nationalrat und der Sepp Moser, Luftfahrtjournalist und selber Pilot. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Guten Abend und eine ganz gute Woche. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.